Mahlzeit. Ich werde zum Iltis. Neue Planspiele und so ein Kram. Ich komme gleich drauf. Aber ich muss mal zur Auflockerung eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich hatte mal in der ersten Klasse Vertretung und guckte so einen kleinen Schüler über die Schulter und der schrieb wie ein Deubel. Das sah furchtbar aus. Ich sage, Chrissy, wie du wieder schreibst, ich werde zum Iltis. Da guckt er so hoch und sagt, oh geil, mach mal. Naja. Das dazu. Ja, was ist schon wieder los? Die Epoch Times schrieb, und das nicht nur, und deswegen ist es mir ein Bedürfnis, hier nochmal wütend zu werden. Verflucht nochmal. Nein, ich weiß, wir sollen nicht schimpfen, aber ich komme nochmal auf den ursprünglichen Titel gleich zu sprechen und weshalb das wieder was mit Unbildung zu tun hat. Planspiel. Schweres Atemwegssyndrom würde mehr Opfer als Covid-19 fordern. Naja, gut. Wenn ich jetzt das ganz wörtlich nehme, fordert es immer mehr, logisch. Weil Covid-19, wie viele Opfer waren es denn? Naja gut, lassen wir das. Die planen also schon wieder mal irgendwelche Schweinereien und da wird wieder irgendwas gemacht und vor allem Kinder und Jugendliche sollen stark gefährdet sein und so weiter und so fort. Es ist ja übel. Na gut. Ja, wir erleben gerade ein massenpsychologisches Sozialexperiment. Ja. Kann man ja alles so sehen. Ich sehe es einfacher. Aber ich komme gleich drauf. Oder das Ende der bürgerlichen Mitte, wie wir sie kannten. Bürgerliche Mitte, ist mittlerweile tatsächlich weg. Dazu die Unterüberschrift: Der zunehmende Verlust traditioneller Wert- und Moralvorstellungen verändert die Gesellschaft weiter und bringt zahlreiche neue Lebensausrichtungen hervor. Die Menschen definieren sich durch Lifestyles und versuchen sich in der Durchsetzung ihrer Lebensziele innerhalb einer zunehmend ideologisch beeinflussten Gesellschaft. Ja. Ja, klar. Noch was. Und warum fragt keiner nach den 96% CO2 aus natürlichen Quellen? Die Antwort ist doch ganz einfach. Wir haben es doch hier gesehen, wir werden es auch wiedersehen, das wird wieder klappen. Unbildung. Versuchen wir es doch mal so zu sehen. Gut, ich sehe das mittlerweile alles so, aber bloß mal ein Vorschlag. Wir können doch ganz egal welche Schlagzeile aus irgendwelchen Zeitungen nehmen und erinnern uns daran, dass die Leute, 90% der Bevölkerung, wirklich verblödet wurden. Ja, dann kann man mit denen alles machen. Da kann man die dahin schicken, die auf einem Bein tanzen lassen und dazu noch eine Maske aufsetzen und an irgendwelche bösen Viren glauben und so weiter und so fort. Das nächste Ding wird also schon mal vorbereitet und das wird genauso wieder klappen. Das soll uns jetzt nicht mutlos machen. Ich sage ja immer, macht was, bildet wenigstens die Enkel. Auf die habt ihr vielleicht Einfluss. Obwohl mittlerweile sehe ich immer mehr Leute aufwachen. Auch tatsächliche Fans von Maske und Impfung und so weiter, die haben mittlerweile die Nase voll, die glauben auch nicht mehr dran. Und wenn ich sage, naja, Planspiel und das nächste Mal mehr Opfer, so richtige Opfer, es wird gezweifelt. Und diesen Zweifel, den sollten wir ruhig aufrechterhalten. Wir müssen ja nicht unbedingt jeden aufklären, das hat sowieso keinen Zweck, wissen wir. Also es hat keinen Erfolg, Zweck hat es schon, es hat keinen Erfolg, aber die Zweifel verstärken, ja. Ich höre immer wieder neue Geschichten davon, dass die Leute zweifeln. Also es soll uns ein bisschen Mut machen. Naja, hoffen wir, dass wir es über die Feiertage wenigstens noch schön warm haben überall. Wer nicht vorgesorgt hat, ist selber schuld. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal sicherheitshalber, falls mir nicht nochmal der Kragen platzt, schöne Weihnachten, eine schöne Feiertage, so gut wie möglich. Und so einfach Gesundheit. Gesundheit weiß ich selber, ist für mich war es mal knapp, ist ein wichtiges Gut. Und man denkt nicht drüber nach und man redet kaum über Gesundheit. Über Krankheiten schon mal, ne? Naja, gut. Also, für uns alle das Beste und bis zum nächsten Video. Aber sicherheitshalber schon mal schöne Feiertage. Bis dann. Macht was, aber macht's gut. Tschüss, tschüss.